Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Unsere beiden Damen hier sind noch immer auf dem Markt. Wir wollten ihn aber verlassen, aber vorher noch hier zu diesen komischen Sklavenhändlern gehen. Mal schauen, was mit denen ist. Was es hier eigentlich mit Sklaven auf sich hat in dieser Gesellschaft. Bin sehr gespannt. So, Toll Magur. Als du dich dieser Gruppe näherst, beäugt dich, die Frau mit den wilden Haaren abschätzend und flüstert ihren Gefährten etwas zu. Sie brechen in Gelächter aus und ein leichtes Grinsen umspielt ihre Lippen. Um ihren Hals hängt eine Atemmaske an einer Schnur und du siehst die permanenten Furchen, die sie in ihrem Gesicht hinterlassen hat. Sie zerzaust ihr Haar, bringt es noch mehr durcheinander und singt: »Oh, seht nur, meine Vögelchen, es ist der wandelnde Gott gekommen, um von der alten Toll einen Sklaven zu kaufen.« Okay, also sie erkennt auch unsere Figur. Unser Gesicht. Wir können hier echt überall herumlaufen und so tun, als wären wir der Gott. Ja, allerdings, wenn wir fragen, wer seid ihr, ist das ein bisschen unglaubwürdig. Vielleicht, was bietet ihr an? Sie macht ein böses Gesicht. Gerade jetzt? Nichts. Ich habe den größten Teil meines Warenbestands verkauft und dann... Nun, treffen wir eine Abmachung. Ich weiß, wer oder zumindest was ihr seid. Ich hatte schon früher mit Verstoßenen zu tun. Ich habe Wissen über euresgleichen, das für euch nützlich sein könnte. Natürlich hat es seinen Preis. Okay, jetzt wird's interessant. Also, die hat mich hier ziemlich schnell durchschaut. Aber... dennoch von uns von höchstem Interesse, denke ich. Was für Informationen. Glaubt ihr, dass ihr sie von mir so einfach bekommt? Wohl eher nicht. Ich kenne euresgleichen. Ihr Verstoßene. Nicht einem einzigen von euch kann man trauen. Wenn ich euch diese Informationen gebe, dann seid ihr über alle Berge verschwunden, ehe ich meinen Preis erhalte. Also verzeiht mir, wenn ich mich weigere, meine Geheimnisse direkt preiszugeben. Eines meiner Mündel ist davongerannt. Sie hat eine Kopfverletzung. Nicht mein Werk und ich suche nach ihr. Ich weiß nicht, wo sie hingegangen ist, doch ich vermute, dass sie nach Klippenrand geht. Zahlreiche andere Gassenkinder toben sich dort herum und es wird einfach für sie sein, unterzutauchen. Leider sind meine Truppe und ich hier gebunden, also können wir nicht selbst hingehen. Sie ist ein dürres Kind mit dem Namen Rin. Kopfverletzung. Doch sie ist bedeckt von dunklen, lockigen Haaren, trägt eine kleine Kette um den Hals, plappert über ihre Götter. Findet sie für mich und ich werde euch sagen, was ihr wissen wollt. Sie hält inne. Und doch gabt ihr vor, der wandelnde Gott zu sein. Wir werden sehen, was euch das kosten wird. Wieso hat sie mitbekommen, dass wir vorgegeben haben, der wandelnde Gott zu sein? Wir haben doch gar nichts dazu gesagt. Oder hat sie unser Gespräch dort beim Kult mitbekommen? Also, ich glaube, unsere Heldin ist eine, die auf jeden Fall die Freiheit liebt. Und gerade bei Kindern und jetzt noch Mädchen, denke ich, dass sie da durchaus Verständnis hat für so ein Kind. Mitgefühl, wollte ich eigentlich sagen. Naja, wir werden auf jeden Fall versuchen, mal zum Schein darauf einzugehen. Aber ich versuche hier nochmal ein bisschen was rauszubekommen. Beantwortet mir erst ein paar Fragen. Sie seufzt, also gut. Okay, ich habe einige Fragen zur Sklaverei in Sargos Klippen. Es ist nicht so schlimm, auch nicht schrecklich. Beinahe keiner verkauft sie noch für Einzelteile. Oh Gott. Tatsächlich gehen die meisten von ihnen runter zur Flor, wo sie ihre Schuld gegenüber der Gesellschaft abarbeiten können, indem sie ein oder zwei Schlunde öffnen. Was ist das denn bitte? Das ist keine Frage der Ewigkeit, das ist eine Bestrafung. Wieso werden Sklaven bestraft? Oder ist die Bestrafung die Sklaverei? Vermutlich eher so. Fragen wir nochmal über Sargos Klippen im Allgemeinen. Fragt jemanden, der sich darum schert. Ich finde, die Stadt ist eine Kloake. Na gut. So, jetzt mal hier von diesem... vom Kult des wandelnden Gottes. Das ist nochmal interessant. Sie verzieht den Mund. Wahnhafte Sinnsucher. Sie verbringen ihre Zeit damit, ihre imaginäre Gottheit zu jagen und wissen nicht, was es heißt zu leben. »Oh, was hat er jetzt getan?« sagen sie.
kann ich seinen göttlichen Arsch lecken, als würde das Wissen über sein Leben das ihre besser machen. Tja, wie ist denn unsere Meinung dazu? Ein Stück weit können wir das schon nachvollziehen. Allerdings, naja, wir haben uns ja selber auch eher so ein bisschen lustig darüber gemacht, auch indem wir uns selbst zum Gott erklärt haben. Wir stimmen denen mal hier zu. Ich stimme euch zu, sie wirken wie Huren des Ruhms und der Macht. Ha! Eine verstoßende, der jenseits der Fallgruben eingebildeten Ruhms blickt. Wer hätte das gedacht? Sie lehnt sich vor. Glaubt nicht, dass ihr euch damit bei mir einschmeicheln könnt. Wir haben die gleiche Meinung. Und wenn schon? Gut, jetzt bin ich mal gespannt, was sie vom Orden der Wahrheit hält. Mit denen wollt ihr zu tun haben? Nur zu. Diese pompösen Äonpriester sind oben auf dem Regierungsplatz, denken, dass sie die Geheimnisse der Vergangenheit entschlüsseln können. Doch sie konzentrieren sich nicht auf das Wichtigste, nämlich das Schaffen für die Zukunft. Sie sagen, dass sie studieren, lernen. Doch tatsächlich tun sie nichts Nützliches. Lasst euch von ihnen nichts anderes weismachen. Okay. Und ihr? Was ist mit euch? Ich bin eine Sklavenhalterin. Ich bin die letzte Person, die ihr euch zum Feind machen wollt. Ich habe den guten Ruf, zu meinem Wort zu stehen. Euch soll nichts weiter interessieren. Okay, dann wissen wir Bescheid. Lebt wohl, aber die... Haben wir den Auftrag jetzt eigentlich bekommen? Warte mal kurz. Geliebte Sklavin, ja. Okay, ein Mädchen namens Rin zu finden. Wenn ich Rin zu ihr zurückbringe, bekomme ich wertvolle Informationen. Gut, dann wollen wir schauen. Erstmal das Mädchen finden. Ob wir sie hier abgeben, das möchte ich schon mal dringend bezweifeln. So, dann hätten wir jetzt, glaube ich, erstmal hier alles erledigt. Als nächstes, glaube ich, wollte ich hier hochgehen. Ich vermute ja dort den Regierungssitz. Dann lasst uns hier aufbrechen. Der Plan war ja erst, doch noch mal zum Regierungssitz zu gehen und dann unten nach dieser anderen... Ja, nach dieser anderen Verstoßenen zu suchen. Und dann dieses komische Monster, diese Aktion. Ich denke, die werden wir auch durchziehen. Aber wir sollten noch ein bisschen stärker werden. Ich fürchte, da müssen wir kämpfen und das wird vermutlich kein leichter Kampf sein. So, eine prächtige Treppe geht hier hoch. Ja, da haben wir es, zum Regierungsplatz. Oh Mann, nach Ewigkeiten gefühlten verlassen wir dann jetzt erstmal diesen Ort und erkunden weiter die Stadt. Da bin ich jetzt mal aber gespannt. Auf jeden Fall geht es weiter hoch. Wie immer in solchen Städten, je höher man sich befindet, umso elitärer die Gesellschaft gewissermaßen. Oh, wer kommt denn da von unten an uns vorbeigelaufen? Der Regierungsplatz. Noch sehen wir nicht viel. Was haben wir denn hier? Aha, das sind Söldner. Ich bin überrascht, dass jemand hier überhaupt wohnen kann. Das ist nicht besonders sicher, oder? Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass ich schon einmal hier war. Ja, was habt ihr denn hier zu tun? Oh, hier sind tatsächlich auch Marktstände. Was ist das denn? Das sieht ja fantastisch aus. Oh, lass mal hingehen. Sind das Insekten oder Blüten oder Würmer? Ist ja der Wahnsinn. Ein Brunnen der anderen Art, würde ich mal sagen. Schauen wir mal. Dieser Brunnen scheint aus einer Mischung aus Holz und Steinen zu bestehen. In ihm befindet sich zu deiner Überraschung kein Wasser. Stattdessen ist er mit unzähligen, fischartigen Kreaturen gefüllt, die mit ihren sich windenden Körpern eine wabernde Masse ergeben. Die Fischwesen scheinen miteinander in tausend verschiedenen Sprachen zu sprechen, während sie wie eine Fontäne in die Luft sprudeln und dann wieder von der Masse verschlungen werden. Okay, wir werden erstmal den Kreaturen zuhören, vielleicht verstehen wir was. Du verschränkst deine Arme und hörst dem Gebrabbel der Fischchen zu. Für deine Ohren hört es sich an wie ein sinnloses Gemisch an Wortfetzen vermischt mit Babysprache. Dann untersuchen wir den Brunnen mal.
Jetzt, wo du ihn dir genauer ansiehst, erscheint der Brunnen unfassbar alt. Kupferne Verzierungen ragen wie Zungen von den Rändern der Konstruktion hervor, als wollten sie vom endlosen Reservoir an Kreaturen in ihm kosten. Na los, dann versuchen wir mal schnelle Finger. Wir haben zwar hier noch so eine Fähigkeit, dass die immer gelingt, aber ich finde das jetzt nicht so super wichtig, dass es gelingt. Mal gucken. 35% Basischance. Wir können Geschwindigkeit jetzt setzen. Oder was ist das? Ist das Kraft? Ne, ist Geschwindigkeit, ne? Mit den Farben bin ich noch nicht so vertraut. Ja, Geschwindigkeit scheint ziemlich schwer zu sein. Wir werden... Ach komm, wir werden mal auf 75% gehen, wenn wir mal alles einsetzen. Bin doch irgendwie neugierig. Wir hatten Erfolg. Sehr schön. Mal sehen, was wir... Oh, wir haben einen so einen Fisch gefangen. Mit geschickter Hand fischst du eine der Kreaturen aus der glitzernden, wabernden Masse. Der Rest der brabbelnden Brut beginnt lautlos zu quäken. So, als wollten sie sich beschweren. Och Gottchen. Was ist denn hier mit dem? Eine Kuriosität. Du hast diese Kreatur in einer Art Springbrunnen auf dem Regierungsplatz gefunden. Sie ist klein, fischähnlich und windet sich ständig. Sie braucht keine Nahrung oder andere Nährstoffversorgung und sie redet ständig Kauderwelsch in einer nicht zu entschlüsselten Sprache. Aber die ist wertvoll, wie es aussieht. Richtig wertvoll. Und ich habe das Gefühl, diese Währung ist hier ziemlich knapp. Können wir noch eine Figur fangen? Oh, verdammt. Dein Griff schließt sich um einen weiteren Fisch. Als seine kleinen Zähnchen sich aber an deiner Hand zu schaffen machen, lässt du ihn ruckartig und unter Fluchen fallen. Okay, dann verlassen wir den Brunnen. Haben wir ein bisschen Schaden bekommen durch die Aktion. Ja, vielleicht können wir ihn gleich verkaufen. Ich weiß nicht, ob wir ihn noch gebrauchen können. Wir werden vielleicht ihn erstmal einen kurzen Augenblick behalten, aber wenn wir dann wirklich Geld brauchen. So, der scheint ja hier irgendwie Rüstung zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, was haben wir eigentlich angelegt im Inventar? Wir haben ein geistgefertigter Anzug, eine leichte Rüstung. Und unsere Begleiterin, die hat ihre Kleidung mit einer Rüstung, zwei Widerstand. Naja, mal sehen, was der hier zu bieten hat. Sangolin. Ein großer, dünner und exquisit gekleideter alter Mann steht im Schatten eines exquisit gebauten Standes. Der Schnitt, die Farbe und die Qualität seiner Kleider sind eine Sinfonie harmonischer Koordination, während der Ausdruck wohlwollender Herablassung, den er für dich übrig hat, eher auf dem Gesicht eines Königs angebracht wäre. Aha, so einer ist es also. Schönen Nachmittag, sagt er und verneigt sich leicht. Ich bin Sangolin und dies ist mein Laden, Sangolins Bekleidung. Willkommen. Wie kann ich behilflich sein? Was verkauft ihr? Blöde Frage, ne? Eigentlich, nee, lassen wir mal. Sagt mir, was ihr über die Leute in diesem Viertel wisst. Ich bin keiner für den Klatsch, meine Dame. Aber wenn ihr darauf besteht, über wen möchtet ihr mehr erfahren? Habt ihr eine Frau mit blasser Haut und strengem Gesicht in der Nachbarschaft gesehen? Sie sieht sehr grobschlächtig und gefährlich aus. Er runzelt einen Moment lang die Stirn, denkt nach und nickt schließlich. Ja, ich glaube sogar, dass ich ihr mal einen Mantel verkauft habe. So wie sie ihn trug, schien es, als wollte sie ihr Gesicht verbergen. Bei einem solchen Gesicht konnte ich das allerdings verstehen. Er schaut in Richtung des Ratsgebäudes. Ich hatte den Eindruck, dass sie geheime Arbeit für die Familien verrichtet. Aber ich hatte nicht vor zu fragen. Okay. Die Dame scheint hier gut beschäftigt zu sein. Erzählt mir über den Regierungsplatz. Natürlich, die Dame. Er legt einen Finger auf das Kinn. Lasst mich nachdenken. Der Ratsturm ist gleich da drüben, wie auch der Orden der Wahrheit. Und denkt auch an das rote Dickicht, der ummauerte Hof am Rande des Platzes. Oder interessiert ihr euch für unseren Springbrunnen? Ja, der Springbrunnen, das interessiert uns jetzt auf jeden Fall mal. Eine der merkwürdigeren und ergreifenderen Attraktionen auf dem Platz. Die Kreaturen darin werden als Jellies bezeichnet und sie plappern in tausend toten Sprachen. Die Priester sagen, dass jedes Mal ein neuer Jelly geboren wird, wenn eine alte Sprache ausstirbt. Er schüttelt den Kopf. Ihr könntet ihnen einen Monat lang zuhören und nie die gleiche Sprache zweimal hören oder eine einzige davon verstehen. Interessant. Das ist eine beeindruckende Idee. Mit den toten Sprachen. Und was ist das rote Dickicht? Ich nenne es den flüsternden Wald. Ein sehr kurioser und alter Ort. Da drinnen könnt ihr so laut reden, wie ihr wollt. Doch niemand
mit Ausnahme eures Partners, kann euch hören, ein großartiger Ort für Diplomatie. Okay. Und was könnt ihr mir von dem Orden der Wahrheit erzählen? Sie sind eine Auszeichnung für unsere Stadt. Weise Gelehrte und tiefgründige Denker. Er lächelt. Und auch exzellente Kunden. Sie sind sehr wählerisch, wenn es um ihre Roben geht. Erzählt mir über den Ratsturm. Er ist uralt, jenseits aller Berechnung. Das Fundament des Turms reicht bis hinab zu den Schmieden in Schattenseite. Und darin sitzt der Rat von Sargos Klippen, das feinste, gerechteste, legislative Organ in der neunten Welt. Und das sage ich nicht einfach nur, weil sie meine meistgeschätzten Schirmherren sind. Sie führen diese Stadt seit Jahrhunderten gut und dank mir sehen sie dabei alle großartig aus. Aha, gut. Lass mich eine andere Frage stellen. Was verkauft ihr hier? Wir fragen es jetzt trotzdem mal. Ich verkaufe die feinste Stadtbekleidung für anspruchsvolle Männer und Frauen, aber auch Qualitätsrüstung für diejenigen, die weniger zivilisierte Schauplätze bereiten. Ja, jetzt kommt diese Quest mit diesem offiziellen... Wir könnten tatsächlich versuchen... Aha, der hat hier diese Abzeichen der Stadt. Das könnten wir hier stehlen. Das behalten wir aber mal so ein bisschen im Hinterkopf, weil ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich das wirklich durchziehen will. Wir fragen erstmal, was er im Angebot hat. Sangolin. Was haben wir hier? Ein Avatrol-Lederwams. Der ist etwas besser als unser Ding. Ja, 20 könnte man sich sogar leisten. Eine geflickte Brigantine. Nur verwendbar von der letzten Verstoßenen. Steht bei allen hier. Plattenpanzer. Mikrogitter. Leichte Rüstung. Oh, die ist ja gut. 2 Rüstung, 3 Widerstand. 65. Aber wie ich sehe, können wir gar nicht unsere... Doch, wir könnten unsere Kuriosität... Ach, schaut mal, für 57 könnten wir sie verkaufen. Mantel der Erdung. Das ist ein Artefakt. Schauen wir uns das mal an. Warum sind die ganzen Sachen nur von der letzten Verstoßenen zu tragen? Dieser Mantel ist zwar schwer, doch hat er eine sehr weiche Oberfläche. Außen weist er eine kleine statische Elektrizität auf, die kleine Funken kreiert, wenn etwas Metallisches an ihn rangehalten wird. Eine braune Substanz, die kleine spinnennetzartige Linien enthält, imprägniert den Mantel und verbindet sie mit einer Verkabelung, die im Stoff eingebettet ist. Der Mantel hat die Fähigkeit, überwältigende elektrische Ladung zu absorbieren. Okay. Aha. Das ist aber ein bisschen merkwürdig. Wenn wir Schaden genommen haben, erhalten wir plus 15% auf alle Aufgaben. Aber das muss darf kein ganz normaler, ich sag mal, Schlagschaden sein, sondern alle anderen Schadensarten. Das ist ja interessant, das Ding. Naja, können wir uns bei Weitem nicht leisten. Ein Schild, so ein Ding haben wir schon. Das ist nichts Besonderes. Also, was eine Verbesserung wäre, wäre jetzt diese Avatrol-Lederwams. Oder wir verkaufen jetzt hier unseren Jelly und kaufen uns dieses Mikrogitter. Das sieht schon cool aus. 2 Rüstung, 3 Widerstand. Ja, ich weiß noch nicht so recht, wofür wir unser Geld noch brauchen. Noch habe ich das Gefühl, wird es hier nicht allzu gefährlich. Vielleicht bevor wir da runter zum Monster gehen, behalten wir das mal in Erinnerung. Wir schauen uns noch einfach mal ein bisschen hier um. Gehen mal alle Plätze ab. Was passiert hier? Hier wird irgendwie gesprochen. Ein Ausrufer. Okay. Was auch immer. Hier sind Kinder. Das wird scheinbar bewacht dort. Das ist der Ratsturm, okay. Wir bleiben mal ein bisschen mit respektvollem Abstand. Und da sind wir beim Orden der Wahrheit. Und hier haben wir das rote Dickicht. Da kann man aber sogar reingehen. Alles klar.
Da geht es auch noch irgendwo runter. Leiter zur Schattenseite. Da gibt es einen direkten Weg und hier geht es zur Karawanserei. Aha. Einige Orte noch zu erkunden und dieses Tor ist geschlossen. Das sind Stadtbeamte. Ja, ich würde mal sagen, das nächste Mal werden wir uns hier erstmal in diesem Garten hier umschauen. Das sieht doch sehr interessant aus. Das rote Dickicht. Mal sehen. Ach so, hier. Stimmt. Hier kann man ja reingehen, ohne dass man gehört wird. Und hier sind ja schon einige, die das offenbar nutzen. Ich bin gespannt. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinballen.